So, willkommen zurück zu The Last of Us. Immer noch mit meinem Frosch im Hals. Zu The Last of Us Remastered. Und wir haben unser Medikit. Das erste Mal können wir das verwenden. Und halte, wähle Medikit nach Steuerkreuz nach oben aus. Das haben wir. Und drücke R2, um es zu benutzen. Ah, jetzt sieht man am Bildschirmrand unten rechts, dass es ein bisschen dauert, bis er sich verbunden hat. Sie werden alle Checkpoints schließen. Wir Sehr werden schön. außen rumgehen müssen. Hinter der Mauer? Oder wir lassen Robert in Ruhe? Toll. Ob das eine gute Idee ist? Hast du es mitgekriegt? Ich war da. Hey, wie sieht's am Osttunnel aus? Er ist frei. Bin gerade durch. Keine Patrouille. Was habt ihr vor? Wir wollen Robert besuchen. Ihr auch? Wer will denn sonst noch zu ihm? Marlene. Sie hat nach ihm gefragt. Sie sucht nach ihm. Marlene? Was wollen die Fireflies denn von Robert? Als ob sie mir das sagt. Tja, was hast du ihr gesagt? Die Wahrheit. Ich habe keine Ahnung, wo er steckt. Sehr schön. Hey, halt die Ohren steif, okay? Das Militär wird bald überall sein. Ja, dann bis bald. Bis bald. Marlene sucht nach Robert? Was hältst du davon? Gefällt mir nicht. Wir sollten ihn vor den Fireflies finden. Gefällt mir nicht. Entschuldigung. Wir sind dran. Hey Leute, wie sieht's aus? Es braut sich was zusammen. Und wie sieht's hier aus? Ah, alles ruhig. Keinerlei Militär oder Infizierte. Das hört man doch gern. Joel, hilf mir mal damit. Okay. Bin schon dabei. So. Wow. Okay. Physics sind sehr gut, weil ich kann mich entsinnen, dass die Flasche, die da oben drauf lag, bei mir in der PlayStation 3 Version damals runtergefallen ist, wie ich den Tisch weggeschoben habe. Und diesmal bleibt sie drauf. Ui. Oh Gott, das ist schlimm. Sie sollten darauf achten, was sie wegwerfen. Ah, okay. Ich wollte schon sagen, ich sehe ja gar nichts. Es werde Licht. Und sprach, es werde Licht, doch ich fand den Schalter nicht. Wo ist unser Zeug? Wow. Vorne bewegen und X drücken und zu springen. Jawohl. Unsere Rucksäcke sind noch hier. Ah, cool. Sehr schön. Jetzt wird's interessant. Nicht mehr viele Kugeln. Tja, du musst gut zielen. Kluger Spruch. Tess. Du musst gut zielen. So, jetzt haben wir unseren Rucksack. Drücke zum Nachladen R2, wenn du zielst. Wenn ich ziele. Okay, Cowboy. Hilf mir hoch. Okay. Ah, hier. Da kann ich irgendwas tun. Also. Bereit? Ja, Mann. Na los. Ja. Alle hopp. Da kann man sich auch, glaube ich, ganz übel auch mal den Arm auskugeln bei so einer Aktion. Wenn man so da dran springt, aber naja. Wie weiter? Sie haben es ja geschafft. Okay. Vorsichtig. Bin ich das nicht immer? Ist das eine Fangfrage? Ist das eine Fangfrage? So. Ja, jetzt habe ich gerade einen Skype-Anruf bekommen. Platzte mir doch jemand direkt in meine Aufnahme rein. In meine Let's Play-Aufnahme. Es tut mir leid. Ja. Ich werde mich mal ein wenig umsehen, ob wir vielleicht hier schon irgendwie was finden, was wir gebrauchen können. Und da sind wir auch schon erst einmal an der Außenwelt, sage ich jetzt mal, oder in dem Bereich, wo eigentlich niemand rein dürfte. Laut Militär. Ja. So. Wo ist die Leiter? Sie muss hier ja irgendwo sein.
Wo ist die Leiter? Diese ganzen Bäume und Sträucher und Wiesen, was hier so gewachsen ist, ist natürlich ganz klar, weil halt nichts mehr hier los ist. Hier ist sie nicht. Ja, hier ist die Leiter. Und weil halt nichts mehr... Sie. Gut, bring sie rüber. Weil halt nirgendwo mehr was los ist. Tutorial freigeschaltet zum Ansehen. Ja, Share-Taste wird es wahrscheinlich nicht sein. Optionen. Ach, da Tutorials. Mhm. Mir fällt aber auch gerade auf, dass die Untertitel irgendwie nicht an sind, warum auch immer. Ich muss mal eben kurz gucken. Untertitel einschalten. So. Habe ich nämlich ganz vergessen gehabt, dass ich die Untertitel noch anmachen möchte. So, fortsetzen. So, jetzt sind die Untertitel auch an. Ja. Im Let's Play sollte man das machen. Für Leute, die gerne mal das auch lesen möchten. So, Leiter platzieren. Ladies first. Ladies first. Lady, du musst mich wohl verwechseln. Alles ist relativ. Hier lang. Alles ist relativ, genau. So. Puh, ein Billardtisch. Sehr nice. So, und wir spielen das Ganze ja, wie ihr wisst, auf normal. Auf normalen Schwierigkeitsgrad. So, ich schaue mich trotzdem nochmal hier ein wenig um. R3, um die Taschenlampe zu benutzen. Da ist schon wieder so ein Firefly-Zeichen. Clean up for your shirt. Shit. Clean up for your shit. Not my shit. Aha, okay. Melissa. John. Jonah. Okay. Was haben wir hier? Oh, hier liegt. Ah, okay. Den Fireflies ansehen. Okay. David Michael umdrehen. Okay, Fireflies zeigen. Okay, das ist wohl eine Fireflies Marke. Nennen wir es mal eine Fireflies Marke. Aber auch schön, der Lichtkegel von der Taschenlampe ist sehr schön. Ob Robert unsere Waffen noch hat? Um seinetwillen, hoffe ich's. Ja, wenn wir unsere Waren erst haben, werden wir sie auch schnell los. Wo wir von Waren reden, wann kommt was Neues rein? Wir treffen Bill nächsten Monat. Mehr Pillen, viel Munition. Vermutlich. Okay. Warte! Sporen! Okay. Wir wissen ja, dass halt die Seuche ausgebrochen ist wegen diesen Pilzsporen. Und die darf man halt nicht einatmen, dann wird man krank und dann wird man... Wo zur Hölle kommen die her? Bisher war es hier sauber. Und dann die kommen irgendwo raus. Pass auf. Und dann mutiert man halt... Drücke Kreis, um zu ducken, um Ducken zu aktivieren oder deaktivieren. Und dann wird man halt krank und dann mutiert man halt zu solchen Viechern. Da liegt ja der Grund. Aha. Die Leiche ist nicht alt. Wir müssen wirklich wachsam bleiben. Da liegt ja auch noch der Grund. So. Hier sollten wir durchpassen. Alles okay? Ja. Die verdammte Decke kommt runter. Pass auf. Genau, pass auf. Hier lang. Vorsicht. Mein Gott, was ein Abenteuer ist da. Helf mir! Meine Maske ist kaputt. Ich will mich nicht verwandeln. Bitte. Was willst du jetzt tun? Tja, erschießen wir ihn jetzt. Dann ist er von seinen Leiden erlöst. Oder lassen wir ihn leben und er mutiert. Gehen wir. Wie hebe ich das denn auf? Ach, mit Dreieck, okay. Ja, gehen wir. Wir wollen nochmal nachladen. Wie war denn jetzt nochmal nachladen? Hallo? Achso, wechselt man hier. Achso, wenn du nicht zielst, nachladen. Stimmt, ja, so war es ja gewesen. So, schauen wir uns nochmal ein wenig hier um. Hier ist nichts. Wir sind nur 100 Jahre alte Computer. Tja, vielleicht hätten sich jetzt auch einige anders entschieden, wie man das lösen könnte, aber
Ich habe mich jetzt so entschieden. So, haben wir hier noch was? Hier liegt auch nichts mehr. Da müssen wir wahrscheinlich weiter. Ich möchte mich aber doch nochmal hier umsehen. So, hier wird aber auch nichts liegen, oder? Nein. Naja, haben wir zwar umsonst gesucht, aber wir können ja... Wir haben ja die Zeit. Es eilt ja nicht, ne? Oh, 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 oh. R1 gedrückt halten für Lauschmodus. Ah, okay, da sieht man die Gegner dann, aber ich glaube, wir werden diesen Lauschmodus nicht mehr aktivieren, weil das ist so ein bisschen, weiß nicht, also sowas hat ja kein normaler Mensch. So, wir schauen mal, dass wir vielleicht... Können die uns sehen? Wie war das denn nochmal? Einige konnten die Taschenlampe sehen, einige konnten nur hören. Wollen wir ihn mal greifen? Ganz vorsichtig vorangehen, denn oh, das sind zwei. Ich möchte aber gerne Munition sparen. Das heißt für uns, wir versuchen mal an den vorbeizuschleichen. Im Übrigen spielen die Artillerie, also österreichische. Ich hoffe mal, wir kommen auch so daran vorbei, ohne dass sie uns angreifen. Gott, was eine Spannung. Oh, sie rennt einfach mal. Genau. Natürlich. So. Und da würde ich sagen, haben wir es ganz gut gelöst, eigentlich daran einfach vorbeizuschleichen. Ich meine, wir hätten sie auch erledigen können, aber was bringt... Oh, hier ist noch eine Tür. Aber was bringt uns das? Ich weiß nicht, ob die Gegner jetzt noch großartig da was fallen gelassen hätten, aber so habe ich mir 5 Kugeln nochmal gespart und ich weiß, wie es im Spiel werden kann, sogar im normalen, leichten Modus. Und hier haben wir ein... Boah, diese Musik gerade. Bum, 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 bum. Nachricht an Bruder. Lesen. Mein lieber Bruder, wir waren so nah dran. Ich sitze vor der Mauer und ich weiß... Ich werde die Zone nie von innen sehen. Beim Warten auf den Schmuggler hörten wir einen Trupp Soldaten kommen. In Panik haben wir uns ins Haus geflüchtet. Niemand von uns hat die Sporen bemerkt, bis es bereits zu spät war. Wir sind alle infiziert. Wir haben noch ein paar Stunden, vielleicht einen Tag. Ich hoffe, der Schmuggler kommt trotzdem, damit ich dir wenigstens diesen Zettel schicken kann. Ich hätte auf dich hören und mit dir in die Zone kommen sollen, als es noch ging. Jetzt ist es zu spät. Pass auf dich auf, Mark. Ja, da hat wohl einer auf seinem Bruder nicht... Wir wollten in die Zone und wurden infiziert. Ja, nicht gehört. Alle, die drin sind, jammern darüber. Und dann sind da die armen Tölpel, die unbedingt dort leben wollen. Ich hoffe mal, wir haben die... unteren beiden jetzt nicht geweckt, dass wir hier schon stehen. Ah, da unten sind sie. Gehen wir einfach mal... Ich duck mich doch mal lieber nochmal. Ja. Wie ihr sicherlich auch schon gemerkt habt, es ist viel Prolog auch drin. Okay, das waren alle. Und... Hoffentlich. Ich quassel auch nicht so viel, weil ich finde... Gehen wir zurück in die Stadt. Bei dem Spiel ist es wichtig, dass man... sich mitreißen lässt von der ganzen Geschichte und alles. Klar werde ich ab und zu mal ein bisschen meinen Mund aufreißen. Dafür lohnt es sich, nach draußen zu gehen. Aber... Ich hasse den Gestank in der Stadt. Warum fragst du Bill nicht nach einem dieser Raumsprays? Hey, wenn die nicht abgelaufen wären, wäre das eine Idee. Und, geht klar. Ja, wie gesagt. Viel Geschichte, viel zu erleben. Und das bei The Last of Us.
Okay. Verdammt, das Brett ist weg. Verdammt, das Brett ist weg. Wärst du so nett, bitte? Aber natürlich. Ich hole es. Ah, nee. Wie war denn nochmal? Achso, genau. L1. Mal laufen. Kann man hier runterspringen einfach? Oh ja. So, da haben wir das Brett auch schon gefunden. Was soll das hier überhaupt sein? So eine... Hier, reich es rüber. Ach da. Ich komme schon. Ja, The Left Behind, das ist ganz schön schwer. Einzelne ich werde das schon schaffen. Singleplayer DLC, was ja gibt. Ich hoffe mal, dass ich vielleicht irgendwann nochmal eins machen. Das einzige Singleplayer DLC, The Left Behind. Nanu. Werde ich auch Let's Playen. Versprochen. Das Ganze aber nach dem. Befehl, Post. Nach diesem Let's Play jetzt hier. Uah. Weil erstmal die Hauptstory durch und dann schauen wir mal. Lass uns nachsehen, ob hier Soldaten sind. Alles klar. Ich finde, das ist. Also ich muss immer wieder sagen, genau wie auf der PlayStation 3 damals, ich finde immer, wenn ich irgendwo nach draußen komme, habe ich immer das Bedürfnis. Alles abzusuchen, abzugrasen, weil ich irgendwie so ein ungutes Gefühl habe, irgendwas hier liegen zu lassen, wo ich weiß, es könnte da was sein. Ja, weil die Außenbereiche doch manchmal ziemlich groß sind. Ja. Und ich weiß nicht, ich fühle mich dann immer so ein bisschen so, na, da könnte doch was gelegen haben. So, machen wir mal Taschenlampe an. Unsere Test geht voraus. Wir schauen uns nochmal um. Vorhin haben wir übrigens auf dem Tisch einen Müsli-Riegel liegen lassen. Das ist nicht ohne Grund, denn wir haben volle Energieleiste. Wir brauchen sie noch. Nehmen die Kugel? Oh, aber natürlich. Hey, kleiner Mann. Schau nach, ob die Luft rein ist. Keine Soldaten, keine Männer von Robert, ja? Okay. Du weißt, dass er uns erwartet. Na, das macht's interessanter. Ja, finde ich auch. Los geht's. Dum, dum. Na komm. Hey süße Lady, wie geht's dir denn? Gehört, nicht jetzt, Terrence. Nein, ist gut. Ich nicht hab die Karte da. Jetzt, verstanden? Okay, kann ich machen. Zick doch nicht gleich so rum deswegen. So, was haben wir hier? Warum guckt er mich denn so an? Ohne Lebensmittelkarte gibt's kein Geschäft. Ich tausche nicht gegen Kugeln. Okay, der hat Klamotten. Also hier ist anscheinend so ein kleiner Markt. Beeilung, wir verhungern. Ganz ruhig bleiben. Der Nachschub kommt schon. Hey, wag es ja nicht, dich vorzudrängeln. Na super. Ich warte hier schon Ewigkeiten. Was haben die denn da drauf liegen? Das ist aber kein Hähnchen oder sowas. Und dann noch in der Pfanne. Naja. Tut mir leid, wir sind alle vorbestellt. Hat keine Stunde gedauert. Komm nächste Woche wieder. Okay. Anfassen heißt kaufen. Yes. Anfassen heißt kaufen. Du kommst gar nicht mehr vorbei. Wer ist denn das? Das geht dich gar nichts an. Ja, na los, sag doch zu! Hey, du musst blocken! Ist das nicht der da an der Wand stand gerade? Mach ihn alle! Mach schon! Du erbärmlicher Penner! Oh Mann, pass auf ihn mal rein! Lass dich nicht verlassen! Schlag zu, na los! Schlag doch härter! Oh, hau ihn um! Mein Gott. Naja. Na, wo willst du denn hin?
Malik, setz dich hin. Oh, sorry, Tess. Ihr gehört zusammen. Geht einfach weiter. Das fand Joel, glaube ich, nicht so toll. Wie er da jetzt rumgemeckert hat. Wer ist das? Alter Bekannter. Frag nicht. Was ist der tolle Bekannten, Tess? Was haben wir hier? Ist hier noch was? Was willst du? Gar nicht, sondern gucken. Okay, der spielt für sich selber Karten und betrinkt sich anscheinend. Der schleift Schwerter, okay. Ah, hier liegt was. Einberufungsbescheid. Bekanntmachung Zivilisten Dienstsystem. Der General der Quarantänezone von Boston an. Scheiß drauf. Begrüßung. Als diensttauglicher Zivilist erhalten Sie hiermit Befehl, an verschiedenen Einsätzen zur Instandhaltung der Quarantänezone teilzunehmen. Bitte finden Sie sich am 15. Dezember um 6.30 Uhr im Hauptbüro an der Charles Bridge zur zur Entsendung an ein Verwaltungsbüro der Streitkräfte ein. Bei schuldhaften Nichterscheinen am oben genannten Ort zur oben genannten Zeit erfolgt Einschränkung der Rationen sowie gegebenenfalls Verlust der Aufenthaltsbescheinigung. Legen Sie diesen Befehl bei Erscheinen vor. Wichtiger Hinweis, unbedingt beachten. Wenn Sie in den vergangenen 6 Monaten bereits Arbeitsdienst geleistet haben, kann der Dienst bei Nachweis verschoben werden. Wenn Sie an einer physischen oder psychischen Erkrankung leiden, die Sie nach Ihrer Einschätzung dienstunfähig macht, legen Sie ein entsprechendes ärztliches Attest vor. Das habe ich immer. Faxis. Okay. So, da leuchtet auch noch was. Da hinten habe ich schon gesehen an der Wand. Das ist ein Einberufungsbescheid. Ich nehme dir das nicht weg. Da brauchst du keine Angst haben. Also, hier haben wir noch was. Was steht hier? Der Typ hat in dieser Fabrik jede Menge Zeug gehortet. Wow, wow, wow. Moment, Mann. Steckbrief. Ja, ja. Gesucht wegen Firefly... Komplizenschaft, okay. Naja. Wir sollten uns beeilen. Ja, ich bin schon unterwegs. Ich habe schon alles gefunden, was ich finden wollte. Ich suche Robert. War er hier? Vor einer halben Stunde. Er ist zurück zum Kai. Da ist er jetzt. Hoppala. Ah, hier. Wieder das Firefly-Symbol. Firefly! Look for the light. Schau nach dem Licht. Mhm. Das ist aber ein hübsches Bungalow. Stehen nur ein bisschen im Wasser. Naja. So. Los geht's. Oh, oh. Wir bekommen schon unsere Anzeige. Und geht zurück, wenn ihr wisst, was gut für euch ist. Es geht nicht um euch. Wir wollen nur Robert. Macht euch locker. Kehrt jetzt verdammt nochmal um und geht. Ich gehe nirgendwo hin ohne Robert. Miststück, ich mach dich kalt, wenn du nicht umkehrst und deinen Hintern wegschaffst. Scheiß drauf. In Deckung! Wie geil! Ich geb Deckung. Ducke dich hinter Objekten, um Schüsse auszuweichen. Okay. Wow, 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 wow. Wow, mein Aiming. Wir sollten vielleicht doch erstmal sparsamer sein mit der ganzen Chose mit unserer Munition, da ich weiß. Wow. Aber man merkt richtig, dass es nicht. Gut gemacht, Cowboy. Nicht so ein. Du auch. Wo hat er die ganzen Leute her?
was Robert perfekt beherrscht, sind leere Versprechungen. Machen wir dem ein Ende. Haben die jetzt noch irgendwelche Sachen? Oh ja, Munition. Sehr schön. Sollten auf jeden Fall immer schauen, dass wir genug Munition haben, denn es wird im späteren Verlauf nicht einfacher. Das weiß ich noch. Remember who we were. Okay. So. Danger, no entry. Alle hopp. Alle hopp, alle hopp. So. Gib mir die Hand. Ich frage mich, warum ich manchmal einige Anzeigen nicht angezeigt bekomme. Ja. Bitte. Gut, vielleicht ist das ein neues Modell oder eine neue Technik, die sie jetzt hier auf der Vierer, auf der PlayStation 4 Version jetzt eingefügt hatten. So. Hier drüben, Joel. Ja, ich sehe es schon. So. Zack. Mehr von Roberts Leuten. Ja, woher weißt du, dass ich sie? Zwei von uns hat's erwischt, als sie Tess jagten. Ich bin sicher, dass sie und Joel hierher unterwegs sind. Jetzt wegen Robert. Scheiße. Hätten wir den Job mal abgelehnt. Was soll man machen? Überprüfen wir alles. Cowboy. Nicht, dass hier wer rumschleicht. Lautlos, okay. Ja, ich bin ja schon dabei. Oh, Gott sei Dank. Immer mit der Ruhe, Mann. Alles cool. Den legen wir jetzt mal schlafen. So, den haben wir mal. Hoppala. Den haben wir mal schlafen gelegt. So. Und, da hinten ist Tess, sie steigt da in das Gebäude ein. So. Was ich sagen wollte, ich war in der Jordan Street und dann kamen Soldaten mit ungefähr 5 Zivilisten. Alle gefesselt. Lass mich raten. Fireflies? Ja, sie stellten alle an die Wand und peng, 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 haben alle exekutiert. Peng, 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 peng. Mit zwei Fingern an den Kopf und ja, macht so peng, 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 peng. Die nehmen sie in die Mangel. Ja, was soll das bei denen? Ehrlich? So. Das hätten wir. Oh, ein Schlüssel. Und Munition. Sehr schön. Hat er auch noch Munition da gelassen? Nein. Ja, schauen wir uns ein wenig um. Vielleicht gibt er hier noch was Interessantes. Vielleicht nochmal was zu lesen oder... Da. Ah ne, wir haben Gesundheit voll, okay. Das heißt, da brauchen wir schon mal nichts. Vielleicht liegt da hier noch was. Was wir vielleicht übersehen hatten. Vielleicht bei ihm noch. Nee, hier liegt nicht. Nicht. Nee. Ja, gut. Spencer's Computer Supplier. Ich würde sagen, wir gehen dann bei Spencer in der nächsten Folge rein. Und da dürft ihr natürlich gespannt sein, wie es bei The Last of Us Remastered weitergeht. Und ich würde sagen, bleibt mir treu.